Tag Leute, es wird auch für mich mal wieder Zeit, Dead by Daylight zu spielen. Und ich habe natürlich keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Sammle R1 Schneebälle. Es ist dieses komische Schneeball-Event anscheinend. Schneeball werfen mit R3. Okay, erstmal gucken, wie ging denn das hier überhaupt? Wie ging denn das Spiel überhaupt nochmal? So, ich muss auf jeden Fall lauter machen. Ich habe nämlich gerade ein anderes Spiel gespielt und ich habe 6 Schneebälle. So, der erste ist am Gen. Ich muss mich erstmal wieder warm spielen. Ich habe nämlich jetzt beschlossen, ich möchte wieder mehr Dead by Daylight spielen. Weil das Spiel dann doch ziemlich geil ist und ich habe da sehr lang eine Pause eingelegt. Auch wenn ich das nicht wollte, aber geht halt nicht immer. Aber jetzt werde ich wieder... Was ist denn das für ein hässlicher Schneemann? So, wie war denn das hier nochmal? Gens reparieren, ne? Ich erinnere mich. Wie ist das? Wie geht das jetzt? Ach, geil! Das macht sogar so... War der Killer? Gott, ey. Okay, wer anders wird angegriffen. Ist das gruselig, wenn man da seit langer Zeit mal wieder nicht am Start war und dann mal wieder spielt. Man ist halt nicht so drin, ne? Man weiß gar nicht mehr, oh, wie war denn jetzt nochmal der Sound von dem Killer und wie funktioniert das alles. Das macht es erstmal eigentlich wieder sehr viel interessanter, weil es wirklich wieder wie ein Horrorfilm ist und nicht so nach Schema F, wir rennen jetzt zu den Gens, versuchen die ersten 3 durchzuballern und dann gucken wir, wie das Endgame wird. Nee, wir wollen jetzt hier wirklich ein bisschen wie im Horrorfilm das machen. So, können wir schon erahnen, welcher Killer es ist. Alter, das Gen durchballern zu zweit geht aber ziemlich schnell. Ging es schon immer so schnell? So, gleich erstmal die Kiste aufmachen. Aber mit diesen Schneebällen, dass ich jetzt hier diesen komischen Wirbelwind da um Arsch habe, ist ja auch nicht so doll, ne? Ah, es ist Screamy. Ja, jetzt haben wir es gesehen. Genau, die Perks habe ich unten ausgewählt. Adrenalin, die Feder, die ich einfach immer liebe. Was haben wir hier drin? Hä? Warum ploppt das erst so spät auf? Okay, wird gerettet. Sieht das eigentlich der Killer? Kriegt der da... Ui. Visuelle und olfaktorische, auditorische Signale, wenn ich den Schneeball werfe? Oder nicht? Das ist die große Frage. Ich mache einfach mal Gems, ne? So wie das in den Anfangsszenen immer als Tipps dasteht. Um den Killer zu besiegen, müssen sie Gens machen. Ja, Chucky kam jetzt vor ein paar Wochen raus anscheinend. Nee, war es Chucky? Doch, Chucky kam jetzt raus. Ja. Als Killer sieht er sehr cool aus. Das ist, glaube ich, der erste Killer, der als Third Person zu spielen ist. Bin mal gespannt, ob mir der bei den Events jetzt das eine oder andere Mal über den Weg läuft. Und das Alien. Das ist schon ein bisschen länger draußen, aber das finde ich ja sehr geil, weil ich auch die Filme sehr liebe. So, lass mich aufpassen. Nicht, dass hier gleich die kleine Scream-Fratze ankommt. Kann ich jetzt eigentlich auch einen Schneeball werfen? Nee. Also es gibt anscheinend extra noch Herausforderungen, wirf den Killer mit Schneebällen ab. Ja, genau. Werde ich sicherlich nicht machen. Es sei denn, er stellt sich hin und wirft auf mich. Komm, das Event machen wir beide. Du wirfst mich ab, ich werf dich ab. Und dann schlitze ich dich auf. Okay, alles klar, mache ich. So. Okay, ich glaube, das Ding hier ist safe, oder? Salty wird verfolgt. So, wer ist Salty? Kann ich da irgendwie Salty helfen? Ich hoffe, dass das so ein bisschen wie als Stein fungiert. Oh. Screamy ist hier. Fuck. Oh, sehr gut wieder aufgehoben. Wo ist er? Okay, wir machen einfach mal den Gen. Wir sind einfach mal frech. Ach was, da ist einer reingesprungen in den Schneemann. Das heißt das bestimmt. Aber ich finde, ganz ehrlich, bis jetzt funktioniert es ganz gut. Ne? Wir haben 2 Gens durchgeballert. Wie geil sieht denn der hier aus? Mit seinen Ohrschützern. Ja, liebe Kinder, das sind Ohrschützer. Das gibt es heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr.
Oh, Alter! Der Schneemann hat gelebt! Der hat gelebt, wird das gesehen? Er ist voll geplatzt. Okay. Also Morphin und Salty wollen es aber auch wissen, oder? So, du willst geheilt werden oder wollen wir... Ich bin auch dafür. Wir machen erstmal ein bisschen Gen. Und zum Schluss lege ich meine heilenden Hände auf dein Haupt. Oh, er kommt zu uns, oder? So, ich mache die Hälfte mit. Dann werfe ich den Schneeball auf dich und renn weg. Das ist mein Plan. Du bist so dämlich. So, wir gehen retten. Wir gehen retten und heilen gleich. So, komm. Hock die nieder! Hock die nieder! So. Haben die wieder irgendwas an den Stats verändert? Das Heilen geht doch jetzt wieder schneller, oder? Kann das sein? Das wurde doch irgendwie mal genervt, dass man ewig gebraucht hat. So, okay. Der Gen da drüben, der war relativ weit. Was macht der da? Der springt in die Schneemänner rein, oder? Der will mich doch verarschen, das kann ja auch. Boah, würdest du da reinspringen? Wenn ich rausspringe? Okay, dann springt der normal raus, aber warum ist der vorhin so blutig geplatzt? Wir rennen hier viel zu viel rum. Wir könnten das Ding locker runterrocken. Willst du deine Party rocken? Hol dir super Knusperflocken. So, Morphin will's wissen. Ist im Bann der Dämonen gefangen. Und wird verfolgt. Der wird natürlich jetzt sterben. Das ist natürlich wieder das Endgame. Da hätten wir ja alle einfach mal kontinuierlich die Gens gemacht. Meine Taktik verfolgt. Die Taktik, die am Anfang im Ladebildschirm steht. Hat ja vielleicht irgendeinen Sinn, dass das da steht, ne? Dann hätten wir gewinnen können. Okay, wir brauchen zwei Gens. Wir sind zu dritt jeweils an einem. Und alle ungefähr gleich weit. Eigentlich könnte Hugosni... Naja, ist schon gar nicht schlecht, ne? Wenn wir alle unterschiedliche Gens haben. Ja, genau. Salty wird nämlich jetzt hier weggelockt. Das bedeutet, wenn wir hier weggelockt werden, können wir auf die gegenüberliegende Seite gehen, weil der Gen auch relativ weit war. Salty ist natürlich dann auch tot. Aber durch Zufall haben wir tatsächlich die Gens so repariert, dass sie bis zum Endgame jetzt relativ günstig für uns stehen. Habe ich nicht gerade was gehört? Nee. Oh, er wird auch weggelockt. Jetzt müsste Salty wieder hingehen, dann müsste den anderen Gen fertig machen. Wird er aufgehoben? Ja. Okay, wir ballern durch. Und dann gehen wir retten. Okay, er kommt wahrscheinlich hier rüber. Nee, macht er natürlich nicht. Er tritt gegen den Gen. Und dann geht er darüber. Wir gehen retten. Und dann heißt's, einen von beiden Gens müssen wir auf jeden Fall machen. So, zack. Heilen, vergessen wir mal. Wow, okay, kommt hinter uns lang. Böse Falle. Okay, er haut aber ab. Er geht da rein. Da ist er. Kommt er zu uns? Nee, kommt nicht zu uns. Salty macht auch den anderen Gen weiter. Dann gehen wir mal zu Salty. Nein, du Pfeifenwurst! So, jetzt ist die Frage. Hebt er auf? Haben wir gewonnen? Hebt er nicht auf? Sind wir am Arsch. Hebt auf, okay. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Gen hoffentlich durchballern. Oh, das könnte trotzdem knapp werden. Er kommt natürlich jetzt auf uns zu, aber vielleicht tritt er noch gegen den anderen Gen. Aber ist auch wurscht. Sehr gut, wir kriegen Adrenalin. Wo ist der Ausgang? Wir nehmen den da. Na, komm!
Aber warte mal, Screamy McScreamberg geht natürlich auf den anderen. Da war er ja gerade. Das heißt, wir werden den auf jeden Fall ein bisschen aufmachen. Jetzt muss ich genau hingucken. Da wird die Fratze gleich auftauchen. Wenn ich gestalkt werde, muss ich auf jeden Fall weg. Ah, ich mach auf, oder? Da ist er. Hey, Screamy, komm. Komm. Willst du deine Party rocken? Tschüss. Nee, 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 nee. Den Sieg, nachdem ich hier wieder ein halbes Jahr ab und zu mal gespielt habe und immer wieder auf den Sack gekriegt habe, nehme ich diesen Sieg einfach hin. Ich habe sneaky gespielt. Ich bin jetzt nicht so direkt in die Konfrontation gegangen. Ich weiß. Aber es wurde belohnt. So, jetzt ist natürlich die Frage, können die anderen? Kann Ash und wie heißt die andere? Die ist doch von Silent Hill 3. Geile Charaktere übrigens. Können die entkommen? Oh, da ist er. Ich glaube, er hat... Oh Gott. Oh Gott. Screamy! Du bist doch der Sneaky Killer. Hat natürlich... Oh, geil. Hat noch einen Knaller gezündet. Screamy, völlig erblindet, wird jetzt zu der Erkenntnis kommen, dass er verloren hat. Ja, geil. Und wir haben hier die Zusatzausforderung noch gemacht. Entkomme drei Jagden. Ich weiß nicht, warum das drei Jagden war, weil ich habe es gerade ausgewählt und wir sind einer Jagd entkommen. Ach nee, Jagden. Eine Jagd ist nicht ein Spiel, sondern wir wurden anscheinend wirklich dreimal gejagt. Cool. Okay. Seit langer Zeit mal wieder eine Runde Dead by Daylight. Hat Spaß gemacht. Ich würde jetzt das öftere mal wieder spielen und mich richtig reinfuchsen. Ich möchte auch wieder als Killer spielen. Allerdings werde ich da auf die PC-Version übergehen, weil ich mit Maus und Tastatur das da wesentlich angenehmer finde. Aber die PlayStation-Version wird für die Überlebenden definitiv meine favorisierte Version bleiben. So, abonnieren, liken, nicht vergessen, beim nächsten Mal wieder einschalten. Euer von Förderfranz. Ciao.